Jetzt geht es um Download und Installation von Windows Movie Maker 16.4. Ein Weg, den viele sicherlich wählen werden, ist, hier zu einer Suchmaschine zu gehen, hier in dem Fall Google. Ich habe eingegeben Movie Maker Windows Downloads und ich bekomme schon ein paar Einträge angezeigt. Wenn man hier den ersten Eintrag nimmt, kommt man gleich zur Download-Seite. Wenn man hier den zweiten nimmt, Movie Maker Microsoft Windows, dann gibt es hier allgemeine Informationen dazu. Ich habe das jetzt hier mal gemacht, komme hier in diesen Tab hinein und könnte jetzt von hier aus dann Movie Maker herunterladen. Eine wichtige Anmerkung dazu ist, dass Movie Maker nicht alleine heruntergeladen wird, sondern es wird in Verbindung mit Windows Essential 2012 heruntergeladen. Das ist ein Programmpaket, bei dem man sich entscheiden kann, auch noch weitere Software von Microsoft auf dem Computer installieren zu lassen. Du kannst die weitere Software aber auch abwählen. Wenn ich jetzt hier auf weitere Download-Optionen gehe, bekomme ich hier weitere Informationen dazu. Wiederum hier zu Windows Essential. Und den Windows-Versionen, hier 7, 8, 8, 1 und wahrscheinlich auch Windows 10. Wenn jemand Windows Vista noch zu Hause hat, dann 2011er Version kann man herunterladen. Und da hat man herunterladen können, steht nicht mehr zur Verfügung, weil wahrscheinlich erwünscht wird, dass alle auf der Windows 7 oder Windows 8 oder 8.1 und dann Windows 10 umsteigen. Das ist hier zu diesem Punkt hier einmal zu sagen, dass es hier Teil von Windows Essential ist. Weitere Downloadmöglichkeiten für andere Sprachen werden hier dann noch angezeigt. Ich möchte das jetzt aber dann herunterladen, gehe also wieder dann zurück, klicke auf Herunterladen, bekomme dann hier schon diese Setup-Datei angezeigt, die lade ich herunter, mache einen Doppelklick drauf, starte es, wähle mir dann eben aus, dass ich den Windows Movie Maker installieren möchte. Soweit das dann. Ich habe es dann heruntergeladen und installiert. Das können wir sicherlich überspringen, diesen Installationspart. Und ich starte dann hier den Movie Maker. Und das schaut dann hier so aus. Ich habe schon ein Projekt geöffnet. Wie man mit Videos, Audios und dergleichen mehr arbeitet, werden wir jetzt in einem der nächsten Videos dann gleich sehen. Davor zeige ich dir aber noch schnell, wie du nachschauen kannst, welche Version bei dir vielleicht schon installiert ist. Du gehst auf Datei, Info zum Movie Maker, dann wird hier ein Fenster eingeblendet und bei mir hier Version 2012. Das ist hier dieses Windows-Paket. Build 16.4. Das heißt, die Version 16.4 ist bei mir hier installiert. Wenn deine Version etwas niedriger sein sollte, dann installiere die neue Version.